Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Kalk oder auch hartes Wasser ist für viele Geräte zu Hause, wie die Kaffeemaschine, den Geschirrspüler oder auch die Waschmaschine, eine große Gefahr. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie sich gegen Kalk schützen können. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Gut beraten. Bei einem Bemusterungstermin muss bei einer riesigen Auswahl die richtige Entscheidung getroffen werden. Gut gekauft. Auch wer eine Bestandsimmobilie kauft, kann mit Fantasie und Kreativität sein Traumhaus gestalten. Und gut geschützt. Mit der richtigen Haustechnik bleibt nicht nur das Wasser kalkfrei, sie schützen auch ihre Geräte und sparen so Energiekosten. Stellen Sie sich vor, Sie bauen zu Hause um oder bauen gar neu. Nun kommt es zum Thema Bemusterung. Welche Fliesen nehmen Sie, welcher Parkett, welche Türen, welchen Handlauf und welche Treppe? Das Thema Bemusterung ist ein Riesenfeld. Wir zeigen Ihnen, wobei Sie darauf achten müssen. Auch das gehört zu einem Bemusterungstermin dazu. Die Entscheidung für den passenden Wasserhahn. Und den gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Jedes Detail, jeder Raum wird beim Bemusterungstermin ausgesucht. Jeder Bodenbelag, jeder Dachziegel und jeder Lichtschalter, der später im oder am Haus angebracht wird. Wer zum Bemusterungstermin kommt, sollte eine ungefähre Vorstellung seiner Einrichtung und vor allem Zeit mitbringen, weil die Auswahl, welche die Experten bieten, vielfältig ist. Was jetzt für uns eigentlich relativ schwierig war, war eigentlich die Auswahl der Fliese, einfach weil es so eine große Vielfalt ist, dass man da dann doch relativ schnell überfordert ist. Ja. Was wichtig ist bei der Auswahl, sollte sich der eigene Stil wiederfinden. Trends immer genau prüfen. Diese können nach ein paar Jahren schon wieder out sein. Und wer will schon später den Aufwand, Dachziegel auszutauschen oder die Fassade neu zu streichen? Beim Bemusterungstermin wird alles entschieden, auch Dinge, an die man vorab möglicherweise gar nicht gedacht hat. Aus diesem Grund empfehlen Experten und Bauherren immer, den Vorbemusterungstermin wahrzunehmen. Dort bekommt man einen Überblick über den Leistungsumfang sowie die hohe Basisausstattung. Ebenso erfährt man, was bereits im Preis enthalten ist und welche Extras man sich zusätzlich leisten kann. Dass er mal sieht, was ist eigentlich im Standard drin, was für Möglichkeiten gibt es, weil es sonst einfach zu umfassend ist von der Fülle der Informationen, die man auch mitnehmen kann. Es ist wichtig auch, dass man sich sehr speziell Gedanken macht, was für Möbel setze ich ein, wo werden sie positioniert, was dann auch später wichtig ist für die Elektroplanung, dass man weiß zum Beispiel, ich habe eine Vitrine und die Vitrine ist beleuchtet, also brauche ich im Bereich hinter der Vitrine irgendeinen Stromanschluss. Das heißt, man sollte schon genau wissen, wo kommen welche Möbel hin, was für Möbel sind es und umso intensiver man sich mit der Materie beschäftigt bezüglich Positionierung der Möbel, dann wird das Gesamtbild natürlich dann auch besser. Worauf Bauherren achten sollten, dass alles aufeinander abgestimmt ist, damit es am Ende keine bösen Überraschungen oder Unzufriedenheit gibt. Die Dinge, die man einfach verändern kann, kann ich mir Optionen lassen, das später anders zu machen. Jetzt Dinge, die bleiben, wie jetzt Bodenfliesen, hier sollte man wirklich sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass man das so macht, wo man sicher ist, man kann das auch in 30 Jahren noch sehen und man ist sich sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Wie beispielsweise die für die richtige Treppe. Nach der Entscheidung wird ein verbindliches Bemusterungsprotokoll festgelegt. Es lohnt sich also, genau zu schauen, damit das Traumhaus am Ende auch so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat.
Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, eine Hausbemusterung ist wirklich nicht einfach und man wundert sich am Ende, wie viele verschiedene Wasserhähne oder auch Lichtschalter es wirklich gibt. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit den Bauen und Wohnen, Immobilienträumen und einem Haus für echte Individualisten. Außerdem, wie Sie sich zu Hause vor Kalk schützen. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstehle in Friedrichshafen. Fliesen-Stehle.de. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Bei uns geht es nun weiter mit den Bauen und Wohnen Immobilienträumen und einem Haus in Scheidegg, das Sie noch selbst gestalten können. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. In Scheidegg im Allgäu sind Alpen und Bodensee für die Bewohner direkte Nachbarn. Viele der Häuser und Villen, welche es hier zu entdecken gibt, sind über 100 Jahre alt, so wie diese Villa von 1906. Scheidegg ist ein staatlich anerkannter Kneipp- und heilklimatischer Kurort. Die idyllische und ruhige Umgebung ist für viele der Grund, auf die Sonnenterrasse überm Bodensee zu ziehen. Wir befinden uns hier in Scheidegg auf 800 Meter Höhe und damit über der Nebelgrenze. Scheidegg und Lindenberg zeichnen sich seit vielen Jahren aus durch eine der sonnenreichsten Städte in Deutschland und damit auch wirklich durch sehr milde Winter, schöne Sommer und viel blauen Himmel. Und durch die typischen Allgäu-Villen mit Schindelfassaden, die vor allem als Wetterschutz dienen sollen und den Häusern einen besonderen Charakter verleihen. Das Haus eignet sich perfekt für einen Individualisten, der sich selbst verwirklichen möchte, der selbst seine Materialien auswählen möchte, umbauen möchte, Grundrisse verändern möchte, um das Haus so zu gestalten, wie es für ihn perfekt ist. Rustikaler Charme könnte hier auf kreatives Talent treffen. Allerdings sollten dann neben den 445.000 Euro Kaufpreis noch Kosten für Renovierung eingeplant werden. Wer das macht, hat Gestaltungsmöglichkeiten auf rund 240 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen. Das gesamte Grundstück hat eine Fläche von rund 464 Quadratmetern. Und es gibt zusätzlich eine Besonderheit in der Allgäu-Villa.
Der Dachboden ist das absolute Highlight des Hauses mit einer weiteren Ausbaureserve von über 100 Quadratmetern und einem gigantischen Blick auf der einen Seite über Scheidegg hinweg und zu den Bergen und auf der anderen Seite natürlich zum Bodensee weit über die Felder und Wiesen hinweg. Sonnenauf- und Sonnenuntergang in einer der sonnenreichsten Städte Deutschlands genießen. Am richtigen Ort ist das möglich. Die Bauen und Wohnen Immobilienträume wurden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. Müssen auch Sie zu Hause jedes Viertel oder halbe Jahr Ihre Kaffeemaschine und Ihre Geschirrspülmaschine entkalken? Der Grund dafür ist viel zu hartes Wasser. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich davor schützen können. Kalk. In den Leitungsrohren und in den Haushaltsgeräten stellt für viele Haus- und Wohnungsbesitzer ein großes Problem dar. Ich musste mindestens alle 3 Wochen die Kaffeemaschine oder auch den Wasserkocher jedes Mal entkalken. Jede Menge ist rausgekommen. Zwischen 7 und 8 Grad Wasserhärte muss gegeben sein. In vielen Regionen liegt der Wert deutlich darüber. Ab 10 bis 12 Grad sollte dann eine sogenannte Wasserenthärtungsanlage installiert werden. Das Wasser kommt hier über die Hauptabsperreinrichtung, über den Wasserzähler, geht noch über einen Filter, bis es dann zu unserer Enthärtungsanlage kommt, über die Harzpatronen, wo die Rohren ausgetauscht werden. Wir gehen dann weiter zu einer Dosieranlage, wo wir benötigen wegen der reduzierten Kalkgehalt im Wasser und gehen dann in den Kreislauf vom Haus über. Rund 5.500 Euro kostet so eine Anlage inklusive Installation. Dafür kommt dann wieder sauberes Wasser aus der Leitung. Beim Trinken ist es auch besser. Und jetzt haben wir immer klares Wasser, also keine Probleme mehr. Das ist jetzt alles aufgelöst. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ob Salz- oder Biostatanlage, eine Gesundheitsgefährdung ist ausgeschlossen. Wir werden bei der Enthärtungsanlage der Natriumgehalt höher kriegen durch diese Enthärtung. Wobei wir im Bereich bei 12 Härtegrad, wo man runtergeht, ungefähr bei 100 Milligramm pro Liter sind. Ja. Nach der Trinkwasserverordnung darf man 200 Milligramm pro Liter haben. Und wenn wir es jetzt mal zum Vergleich zum Sprudelwasserhersteller nehmen, die dürfen bis 1000 Milligramm pro Liter gehen. Und das trinkt ja jeder jeden Tag. Die Anschaffung einer Wasserenthärtungsanlage kann sich am Ende rechnen. Weniger Kalk bedeutet weniger Energiekosten, bedeutet, die Geräte leben länger und die Rohre wachsen nicht zu, was sonst am Ende hohe Reparaturkosten verursachen kann. Einmal im Jahr muss die Anlage vom Profi gewartet werden. Das kostet rund 220 Euro. Informationen zum Härtegrad des Wassers bei Ihnen zu Hause bekommen Sie über die örtlichen Stadtwerke. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige wichtige Informationen mit auf den Weg geben. Wir sehen uns kommende Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.